unsere Themen am Donnerstag. Demonstration für und gegen Corrida. Sportfrei in der neuen Turnhalle Silo. Und kein Respekt vor der Stadtspitze. Das und mehr gleich hier bei LTV aktuell. Die Industrie- und Handelskammer Cottbus vertritt die Interessen von 36.000 Unternehmen in Südbrandenburg gegenüber Politik und Verwaltung. Mit einem umfangreichen Service steht die IHK Unternehmen in allen Phasen zur Seite, von der Gründung über die Zukunftssicherung bis zur Nachfolge. Das Team rund um Geschäftsstellenleiter Mike Bethke bietet Unternehmen im Raum Cottbus und Spreneiße umfassende Beratung. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Guten Abend und herzlich willkommen zu LTV aktuell am Donnerstag. Ich hoffe, Sie hatten heute die Gelegenheit, diesen sonnigen Vorfrühlingstag ein wenig zu genießen. Und damit zu unserem ersten Thema. Nun also auch in Cottbus. Rund 4 Monate nach der ersten islamkritischen Demonstration in Dresden zogen gestern die Anhänger dieser Bewegung durch die Innenstadt. Rund 400 Gegendemonstranten setzten dagegen auf dem Altmarkt ein Zeichen für ein weltoffenes und buntes Cottbus. Für Frieden, Freiheit und Heimat. Diesem selbsternannten Aufruf folgten gestern Abend rund 300 Anhänger der Cogida. Wie bereits zuvor in Hoyerswerda äußerten sie ihre Ansichten zu politischen Themen. Denn es mangelt an vielen Ecken. Sicherheit bedeutet ja nicht nur, dass man nicht von irgendwelchen Radikalen jeglichen Couleur abgeschossen wird. Doch die Politik unternimmt nichts gegen diesen Notstand. Für uns, das Volk, ist kein Geld da. Doch für angebliche Flüchtlinge, nicht die aus Kriegsgebieten, welche wirklich unsere Hilfe benötigen, sondern sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge. Mit fragwürdigen Rufen zog Brandenburgs einzig offizieller Pegida-Ableger dann durch die Innenstadt. Wir sind das Volk! 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 Nur ein einziges Mal stellten sich dabei Gegendemonstranten in den Weg. Zeitgleich demonstrierten mindestens genauso viele Teilnehmer für ein tolerantes und friedliches Zusammenleben. Dennoch bereitet den Rathausmitarbeitern das große Interesse an den Pegida-Ablegern Sorgen. Sie sehen sich deshalb in der Pflicht zu handeln. Ich glaube, alle Politiker haben jetzt die Verantwortung, die Bürger anzusprechen. Und das müssen wir alle, die in meinem Fall zum Beispiel in der Stadtverwaltung arbeitet oder alle, die mit Bürgern zu tun haben, sollten etwas unternehmen, damit die Bürger merken, also der Weg ist nicht Rassisten hinterher zu laufen, der Weg ist Kommunikation und offenes Dialog und Respekt. Nach gerade einmal 30 Minuten war der Lauf der Cogida auch schon wieder vorbei. Zu ihren Vorhaben und Anliegen wollte sich kein einziges Veranstaltungsmitglied vor der Kamera äußern. Dafür kündigten sie an, in 2 Wochen erneut auf die Straße gehen zu wollen. Cogida in Cottbus und Widerstand dagegen. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Wie geht es weiter mit der Lausitzer Braunkohle? Das war gestern Thema eines Gesprächs zwischen dem Lausitzer Landräten Harald Altekrüger, Bernd Lange und dem Cottbuser Oberbürgermeister Holger Kelch mit Spitzenvertretern des Vattenfall-Konzerns. Vor dem Verkauf der Braunkohlesparte verdeutlichten die Regionalpolitiker noch einmal die Bedeutung von hochwertigen Arbeitsplätzen für die Region. Sie seien für die Lausitz unverzichtbar und sichern zu einem Großteil die sozialen Strukturen in Südbrandenburg und Nordsachsen ab. Die Politiker mahnten daher eine schnelle Entscheidung im Sinne der betroffenen Regionen an. Spätestens im Sommer dieses Jahres ist ein erneutes Treffen geplant. Und damit zum Sport. Oder um genauer zu sein, zum Schulsport. Siloer Grundschüler haben endlich wieder eine Turnhalle. Eine Grundsanierung war hier dringend notwendig. Vor allem das Dach bereitete Probleme und hätte keinen weiteren Winter mehr überstanden. Im November 2013 starteten die Bauarbeiten. Insgesamt 16 Monate hat es gedauert, bis die Halle fertiggestellt wurde. Dabei investierte die Stadt knapp 1,5 Millionen Euro.
Heute Vormittag war es dann soweit. Die Halle wurde mit einem selbstgestalteten Programm eingeweiht. Anschließend wurde der symbolische Schlüssel an die Schüler übergeben. Schließlich ist die Turnhalle für sie bestimmt. Demnächst soll auch der Schulhof noch eine Verschönerung erhalten. Doch ein Wunsch bleibt offen. Um im Sommer auch draußen Sport treiben zu können, fehlt noch ein ordentlicher Sportplatz. Nur 2 Tage, nachdem die Brandenburger Polizei einen allgemeinen Rückgang der Kfz-Kriminalität um rund 10% vermeldet hatte, ging es gestern und in der vergangenen Nacht wieder richtig zur Sache. So verschwand in der Jessener Straße ein Mazda und in der Eichenstraße ein Audi. Zudem versuchten Unbekannte in der Roten Niki und in der Dahlitzer Straße in der Nacht jeweils einen VW zu stehlen. Die Autos wurden gewaltsam geöffnet und am Zündschluss manipuliert. Vor Ort ließen die Täter einschlägiges Werkzeug und einen Schaden von mehreren 100 € zurück. Die Faschingszeit lässt uns einfach nicht los. Jeder darf mal und heute waren eben mal wieder die Weiber dran. Und dieser närrischen Gruppe scheint nichts mehr Freude zu machen, als Politikern an den Kragen zu gehen. Für die Frauen das Beste, für die Männer die Reste. So beschrieb es Oberbürgermeister Holger Kelch im letzten Jahr. Der war heute leider nicht zugegen, die Narrenweiber allerdings schon. Und wie im vorangegangenen Jahr hieß es auch diesmal schnipp, schnapp, schlips ab. Denn heute ist wieder Weiberfastnacht. Damit gehört das Rathaus, zumindest für den heutigen Tag, den Weibern ganz allein. Also erstmal finde ich es gut, wenn die Weiber, die jungen und alten und mittleren Weiber, die Macht haben. Da können wir Männer uns ja zurücklehnen und brauchen keine Verantwortung tragen. Ich finde das insgesamt klasse, diesen Tag. Und ich warte schon das ganze Jahr über, bis es soweit ist. Ich sammle schon Schlipse und dann wähle ich mir einen aus, den ich an diesem Tag umbinden kann. Na, ob das wirklich gut geht? Bemäkelt und bemängelt wurde die Stadtspitze von den Frauen schließlich wieder an allen Ecken und Enden. Nee, das nehmen wir Ihnen überhaupt nicht übel. Das sind ja Sachen, die wir auch wissen, wo wir gemeinsam dran arbeiten müssen, ob wir alles lösen können. Kann ich heute nicht zusagen. Ist ja heute auch ein närrischer Tag, aber das gehört völlig dazu. Und es hätte mich auch gewundert, wäre es nicht vorgetragen worden. Dann ist ja alles in Butter. Und falls doch etwas schief gehen sollte, spätestens morgen ist wieder alles beim Alten. Bleiben wir gleich noch beim Thema Karneval. Und zwar mit einem Tipp speziell für Senioren. In einer Woche, am Freitag, den 20. Februar, steigt beim Verein Herbstlaub eine große Faschingsparty. Gefeiert wird in den Begegnungsräumen der EG Wohnen am Doll 1. Los geht's schon um 14.30 Uhr. Wer mitfeiern will und Spaß an der Gemeinschaft hat, kann sich gern noch anmelden. Und zwar bei der EG Wohnen. Die Ansprechpartnerin ist Kerstin Ohlig. Zu erreichen ist sie unter Cottbus 75 28 161. Und nun geht es weiter mit unserer kleinen Serie zum Thema Valentinstagsgeschenke. Es ist der Klassiker am Valentinstag, die Blume. Doreen Kosel merkt das Jahr für Jahr. Sie ist Floristin bei Floralia und bindet gerade zum Valentinstag einen Strauß nach dem anderen. Auch wenn sie auf Arbeit ständig von ihnen umgeben ist, über Blumen freut sich Doreen immer. Ein Geschenk für jeden Anlass. Also Valentin sind, wie man jetzt hier schon sieht, Rosé-Rottöne. Immer sehr angenehm, Creme-Weiß. Die rote Rose darf natürlich nicht wirklich fehlen beim Valentin. Aber nicht nur Männer, auch Frauen verschenken gerne mal eine Blume zu Valentin. Und hier kommen die Blumen her. In den Gewächshäusern von Floralia werden sie regional gezüchtet. Zurzeit ist Tulpensaison. 80.000 Stück wachsen hier pro Jahr. Die ersten Primeln, Stiefmütterchen und auch Tomaten sind hier ebenfalls schon auf dem Weg. Auf das Frühjahr und natürlich auch auf den Valentinstag ist man bestens vorbereitet. Bei Doreen Kosel in der Pücklerpassage, aber natürlich auch bei jeder anderen Floralia-Filiale, kann also jeder seinen individuellen Blumenstrauß zusammenstellen lassen. Und der ist nicht nur für den kurzen Augenblick. Ein Tulpenstrauß hält sich bis zu 10 Tage. So.
Zum Schluss der Sendung noch der Hinweis auf unsere Serie Augenblick mal. Gleich nach dem Wetter spricht heute Pfarrer Stefan Eggerter zu Ihnen. Sein Thema die Cottbusser Bombennacht vom 15. Februar und ihre Auswirkungen auf die evangelische Lutherkirche. Bleiben Sie also bitte noch etwas bei uns. Wir sehen uns dann morgen wieder hier, wenn Sie möchten. Bis dahin, tschüss. Die EG Wohnen baut vielleicht gerade Ihr neues Zuhause. Schauen Sie doch mal vorbei. Tag der offenen Tür in der Galinchener Straße. Am 14. Februar von 10 bis 13 Uhr. Die Sinne entfalten, ruhen in der Natur. Spreewaldtherme, das Solebad in der Natur. In der kommenden Nacht ist es gering bewölkt und es bleibt trocken. Bei klarem Himmel können die Temperaturen tief nach unten gehen. Zwischen minus 2 und minus 5 Grad sollen es werden. Örtlich bildet sich wieder etwas Nebel. Am morgigen Freitag erwartet uns nach Nebel- oder Hochnebelauflösung erneut ein sonniger Tag. Der Wind kommt aus südlicher Richtung, bleibt aber insgesamt schwach. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 6 und 8 Grad. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, mich fröstet es und mir ist flau im Magen, wenn ich dieses Bild hier betrachte. Den Angriffsplan der amerikanischen Bomber, die am 15. Februar 1945 auf Cottbus zuflogen. Geleitet durch ein Führungsflugzeug haben sie zwischen 11.51 Uhr und 12.25 Uhr ihre Bombenlast abgeworfen. Ziel war der Bahnhof und die Gleisanlagen. Letztendlich, wie man auf diesem schraffierten Feld erkennen kann, war die gesamte Südstadt betroffen. Menschen saßen in den Kellern, Kinder klammerten sich an ihre Eltern und weinten. Viele wussten nicht, was ist mit meinen Angehörigen und Nachbarn und Freunden. 34 Minuten dauerte dieser Angriff, eigentlich eine kurze Zeit, damals eine endlose Zeit. Und als sie dann herauskamen aus ihren Verstecken und Kellern, stand diese Südstadt in Flammen, auch die Lutherkirche, die hinter mir zu sehen ist. Wir stehen hier genau an dem Platz, an dem dieses Foto 1945 aufgenommen worden ist. Die ausgebrannte und zerstörte Lutherkirche. Jetzt sehen wir im Übrigen mit dem gleichen wunderschönen Lindenbaum die gerade jüngst ganz wunderbar sanierte Kirche. Wir sind dankbar dafür, dass das nach 70 Jahren so umfassend möglich wurde. Menschen erzählen ihre Geschichte, Mauern erzählen ihre Geschichte und Gebäude von Leid und Trauer, von Lob und Dank und von Freude. Es geht zu in den Familien wie in einer Stadt und in einer Gesellschaft. Wir erinnern uns auch daran, dass vor 70 Jahren am Ende des Krieges viele, viele Flüchtlinge aus den Ostgebieten Deutschlands hierher gekommen sind, haben mühsam versucht, nach ihrer verlorenen Heimat hier wieder Fuß zu fassen. Heute kommen wieder viele Menschen zu uns, bei denen dieses Bild des Krieges traurige heutige Realität ist. Sie kommen aus Syrien, aus Iran, Irak und Afghanistan. Welche Willkommenskultur finden diese Menschen hier vor? Sagen wir, ihr seid hier uns eine willkommene Person, ihr dürft hier leben, ihr dürft eine Weile hier sein und dann wollt ihr bestimmt auch wieder zurückkehren? Oder sehen Sie Abneigung und Hass? So wie die Menschen, die sich am Sonntag im Rahmen der NPD-Kundgebung versammeln und Hass säen? Mich macht dieser 15. Februar immer wieder nachdenklich und auch gleichzeitig wütend. Wie kann es sein, dass Menschen sich der Ideologie von damals bedienen und heute hier Kundgebungen abhalten? Ich glaube, dass es uns gut anstehen würde, zu lernen, dass Teilen statt Herrschen eine gute Perspektive für uns ist.
Dieser Tag, der 15. Februar, ist dafür ein guter Gedenktag. Auf vier Veranstaltungen dieses Wochenendes möchte ich Sie aufmerksam machen und einladen. Am Sonnabend um 16 Uhr in der Oberkirche ein Gottesdienst, wo das Nagelkreuz verliehen wird, das als Zeichen der Versöhnung zwischen Coventry und vielen Städten in der Welt steht. Am Sonntag um 11 Uhr hier in der Lutherkirche ein Gedenken mit Mahngeläut um 11.51 Uhr und mit einem Friedensgebet. Um 14 Uhr die Kundgebung vieler Bürger vor dem Vattenfall Hauptgebäude als Antwort auf die Kundgebung der NPD in der Nähe. Und um 21 Uhr ein Konzert des Staatstheaters an dem Ort, an dem die meisten Menschen starben, nämlich im Bahnhof Cottbus. Danke, wenn Sie sich an diesem Tag aktiv beteiligen. Auf der Suche nach der ersten Wohnung? Kein Problem. Dafür gibt es jetzt Mein Freiraum. Einfach auf mein-freiraum.info vorbeischauen. Studenten und Azubis finden hier Dreiraumwohnungen ab 299 Euro. Außerdem könnt ihr hier bequem WG-Plätze suchen, aber auch anbieten. Probiert es aus, mein-freiraum.info. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Und seitdem ich das Knobi Vital nehme, bin ich schmerzfrei. Selbst die Ärzte waren da total von den Zocken. Es hat tatsächlich was gebraucht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern.